2300 Schaulustige vor Ort, ein Fußballhochamt, also zu Ostern in Graz, der Tabellenzweite, hat sich den Ersten eingeladen, um ihn dann eben als Zweiten wieder heimzuschicken. Das ist im Vorjahr in der 26. Runde allerdings genauso geplant gewesen und nicht gelungen. Mal sehen, wie es heute geht. Bei Sturm kam Kitaschwili, der mit Georgien sensationelles EM-Ticket gegen Griechenland geholt hat. Wegen Wadenproblemen nicht spielen für ihn. Böwing im Zentrum und Kamara stürmt neben Biret. Und bei Salzburg ersetzt Teamspieler Daniliuk Kapitän Amadidic. Es dauert dann nicht einmal 120 Sekunden und Salzburgs Brasilianer Fernando zündet links unfassbar schnell. Es dauert wenige Sekunden, ist er im Sturmstrafraum, wird dort von Wüttrich bedrängt vom Start weg. Sehr hohes Tempo, nicht nur wegen des Brasilianers. Beide Teams auf Augenhöhe legen vom ersten Pfiff an sofort los. Und das bei Superstimmung. 11. Minute. Flanke bietst du von rechts. Affengruber und Fernando krachen mit den Köpfen zusammen. Es fließt Blut. Es geht richtig hart her. Affengruber brummt der Kopf. Aber eine Platzwunde bei Fernando. Der wird geklammert. Und mit einem Souvenir geht es aber auch für ihn weiter. Dann springen wir die 26. Minute. Sturm Böwing links, Kamara, dann die Flanke. Zu lang für Biret, aber die Szene bleibt heiß. So viel die Stimmung. Dann die Salzburger Defensive unter Druck. Wackelig, Asipegovic in den Strafraum. Bitztop putzt erst schlecht aus und Horvath Schuss von Pavlovic geblockt. Ilzer sieht eine dominante Mannschaft, aber auch Salzburg erholt sich gut. Langer Ball auf Gloch, super Ballannahme, tolle Technik, wendig. Dann kommt der Ball zu Kierka, dann irgendwie mit Glück ins Zentrum, Radkov kurz und Fernando sofort. Wenig Zeit und Platz, es ist für Fernando zu diesem Zeitpunkt dann schon die dritte Chance. Zum dritten Mal legt er den Ball am Tor vorbei. 43. Minute, wieder die Salzburg. Achten Sie auf Omar Solé jetzt hier. Der räumt nicht etwa nur auf. Tolles Freitribbling und dann Achtung auf seinen Pass in die Tiefe. Fernando, vierte Chance. Wann trifft er das Tor? Es ist wie verhext. Sturm mit dem besseren Beginn. Salzburg im Verlauf der ersten Hälfte dann immer stärker. Fernando mit einigen guten Möglichkeiten, aber Pausenstand 0:0. Die zweite Hälfte bringt schnell Veränderung. Einwurf Daniliuk in der 48. Minute. Lavalle im Zweikampf mit Radkov. Der Ball kommt zu Mats Bitstrup und der erzielt sein zweites Profitor. Letzte Runde dagegen Hartberg, erstmals für Salzburg getroffen. Und das ist schon spannend. Wieder Innenstange zum 1:0 für die Salzburger. In den 19 Bundesligaspielen zuerst nur eine Assist und in den letzten beiden dann je ein Tor. Salzburg führt mit 1:0. Sturm erhöht den Druck, will sofort den Ausgleich erzwingen. Dann ist es Yusuf Gazibegovic, die Stange. Pech für den bosnischen Nationalspieler. Schuss aus der Distanz. Radkov kommt nicht ran an Gazibegovic. Der muss übrigens dann vom Feld, ist putzverrückt und sauer, dass er raus muss. 66. Minute. Luka Gurnah, lange Flanke, wird das vor das Tor gleich direkt ins Büro von Fernando. Aber es ist nach wie vor nicht der Tag des Brasilianers. Unglaublich. Dann die 72. Minute. Radkov kommt hier über die rechte Seite. Im Zentrum Karim Konaté. Salzburgs Topscorer mit 10 Treffern kommt nicht dran. Gerhard Struber sieht eine ehrlicherweise schwache Chancenauswertung seiner Mannschaft. Auch hier fehlt ein halber Meter. Dann die 80. Minute. Freistoß nach einem unnötigen Fall von Wüttrich an Konaté. Der Ball ist im Tor. Kierkegaard mit dem Freistoß. Pavlovic per Kopf ins Tor. Aber ein Abseitspfiff. Und dann wird kontrolliert. Zunächst sieht man, es ist sehr knapp. Radkov ist jedenfalls vorne. Pavlovic eher nicht. Und dann heißt es, der Videoschiedsrichter kann das nicht lösen. Pavlovic ist verdeckt. Die Schiedsrichterentscheidung bleibt stehen. Kein weiterer Treffer. Es bleibt beim 1:0. Und wie weit über dem Siedepunkt diese Partie auf dem Feld stattfindet, zeigt die Schlussphase. 95. Achtung. Rudelbildung heißt,
Kreisläufer, Luka Gurnah, Goran Stankovic, geraten da aneinander. Hier kommt er dazu. Schiedsrichter Stefan Ebner hat viel durchgehen lassen, schaut sich das an, zückt zunächst jede Menge gelbe Karten, aber es beruhigt sich nicht. Und somit wird Luka Gurnah mit Rot, Goran Stankovic dann auch mit Glattrot, sein erster Ausschluss übrigens im 113. Spiel, vom Feld geschickt. Auch Dimitri Lavallée mit einer Tätigkeit, die dann vom Videoschiedsrichter sehr wohl aufgelöst werden kann. Also drei Ausschlüsse in der Schlussphase. Unglaublich, was da noch los ist. Aber nach 104 Minuten ist Schluss. Salzburg gewinnt mit 1:0. Sturmsportchef Andreas Schicker bekommt danach auf dem Rasen auch noch Rot. Vierter Ausschluss. Wie wichtig die drei Punkte sind, hat man in den letzten Spielminuten gesehen. Da war doch ordentlich Emotion drin, oder? Ja, ich glaube, wir haben einfach ein sehr emotionales Spiel gesehen. Und speziell am Schluss hin, dann hat es sich noch ein bisschen zugespitzt. Ja, aber ist auch normal. Es geht einfach hier um sehr, sehr viel. Die Punkte haben eine dementsprechende Tragweite. Und ja, wir sind froh, dass wir heute einfach hier, dass das am Ende gut für uns in der Richtung bewegt haben. Man trifft den Ball nicht immer so wie Sie beim 1:0. Was war das für eine Situation aus Ihrer Sicht? Ich habe niemals den Ball getroffen wie das, auch mit dem linken Fuß. Und ja, jetzt zwei Tore in Folge, das ist unglaublich. War ein crazy Feeling. Und ja, ich freue mich so viel auf mich und auf die ganze Mannschaft und auch die Fans. Ich muss sagen, mit der Leistung war ich zufrieden. Das spricht man immerhin von einer Machtdomäne, die Salzburg ausstrahlt. Wir haben sie heute wieder gefordert. Es hat uns dann die letzte Durchschlagskraft gefehlt. Es hat uns dann natürlich auch, war es dann ein sehr billiges Tor, das wir dann zugelassen haben. Bis zum Schluss war es vom Ergebnis her eng. Wenn man die Chancenanzahl ansieht, muss man sagen, hatte Salzburg doch ein leichtes Übergewicht. Was war das aus Ihrer Sicht für eine Partie? Ja, guter Start von uns ins Spiel. Aber wie du sagst, ja, sie haben irgendwo die besseren Chancen gehabt, da in der ersten Halbzeit, wo wir trotzdem irgendwo spielerisch bzw. vom Gefühl her irgendwo ein bisschen die Oberhand gehabt haben, waren sie trotzdem immer brandgefährlich. Und was sie geschafft haben, eben klare Torchancen rauszuspielen, das haben wir nicht geschafft. Salzburg bleibt in der Tabelle wie bisher immer in den Meistergruppen in Führung, ist seit 13 Bundesligaspielen ungeschlagen. Für Sturm die erste Bundesliga-Niederlage nach 10 Spielen.